Kann man was sagen? Hallo und so. Hi. Wir sind wieder unterwegs. Ja, genau. Uns zieht es wieder raus. Wohin? Wissen wir nicht. Wir haben noch keinen Plan, wo wir hinfahren. Ja. Wir haben nur wieder viel Sachen mit, weil wir viel Sachen ausprobieren müssen. Ja, weil ich habe festgestellt, mein Schlafsetup passt überhaupt nicht. Jetzt haben wir halt alles mitgenommen. Also fast alles. Er hat fast alles mitgenommen. Das ganze Hotel am Rücken fürs Rolli. Genau. Und wir starten bei da minus 1 Grad. Vor der Haustür, wohlgemerkt. Also nicht. 0 Grad sagt er. Na gut. Das ist Uhrzeit, was du schaust. Da. Depp. Ja, nein, stimmt. Jetzt hat es 0 Grad, jetzt ziehe ich es auch. Ja, jetzt ist 12. Eigentlich hätte man gemeint, dass wir bald wegkommen. Jetzt wollen wir auch noch was essen, gell, Schatz? Ja, Hunger haben wir. Also wird es wieder spät. Ja, aber meine Frau hat mir, glaube ich, auch alle Sachen versteckt. Drum, schauen wir, dass wir Happy Papi machen und dann melden wir uns wieder. Lego. Tschüss. Steil, nicht die Sau, aber wir haben es uns eingebüht. Also, du? Eigentlich. Aber wir haben nicht mehr weit. Es geht gerade ein Stück am Dorf. Kann man was sagen? 45 Grad. Super Halligalli. Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Die letzten 2 Höhenmeter bis zum Weg. So, falls man es nicht gehört hat, wiederhole ich es nur mal. Die letzten 2 Höhenmeter bis zum Weg. Und wir sind heute halt da 45 Grad steil aufgereiht. Aber normal kann ja jeder. Frei nach unserem Motto, normal kann jeder. Das ist der Weg. Hallo. Hi. Noch gefühlte... gefühlte 1000 Höhenmeter. Genau. Es waren aber nur 92. Genau. Ja. Aber es stört, dass ich mir teilweise mit der Schulter anladen habe können. Ja. Und mit 30 Kilo und mit den 20 Kilo vor allem mit, das ist eine Gemeinheit. Ja, 45 Grad sind dann doch ein bisschen. Was natürlich dann, schnell. Was uns dann so mal entschädigt dafür, ist, dass da ein Weg auch vergeht. Jetzt geht aber da hinten ein Weg weiter und da schaut es ziemlich licht aus. Da schauen wir jetzt einmal hin. Da schauen wir hin. In diesem Sinne, tap, tap, tap. Die Zeit wird knapp. Alles gerade mittendrin unser Nachtlager fertig zu machen. So ein den Untergrund, dass wir mal gerade links abwechseln. Schaut aber schon nicht so schlecht aus, glaube ich. Oder was sagst du? Ja, wir sind schon am Boden. Ja, wir können schon nach Erdöl graben quasi. Nach Erz. Naja, es wird.
Ich bin Arsch. Das sind die Kutschen eh nicht da. Na bravo. Ich weiß, wo der Unterschied ist. Geschlechtig. Jetzt weiß ich, wo der Unterschied zwischen dem Special Forces ist. Ich habe keinen Reißverschluss. Okay. Nein, ich will kein Tab. Warum? Weil ich keins will. Weil ich sehe irgendwie, wie, ob das wirklich so schlimm ist, wenn man da mit dem Ding da drinnen schlaft und der Arschloch lutscht. Du kannst ja. Nein, das ist. So ein Dach machen. Nein, das ist Verfälschung. Das ist Verfälschung. Und mit Stecken abspannen. Nein, das ist Verfälschung der Testergebnisse. Das ist gut nicht. Mach dir die Finger weg, dass du nicht schneidest, schneide ich die nicht rein. Geht's eh? Nein, geht nicht. Ja, was Frauli genommen macht, weiß ich nicht. Ja, herbekommen. Ich mach mir da einen Kaffee, ist das okay? Sicher. Ich kann da glaube ich nicht gesagt wird. Aber das ist ein perfekter Platz, da kann man super sitzen. So ein Kaffee. Ah? So ein Kaffee ist was gut. Ziehst du die Sonnenuntergang dort? Was passt? Dort ziehst du den Sonnenuntergang. Ja, ich sehe gar nicht, weil ich da Halt machen. Soll ich mal? Nein, das ist doch weh. Der Retter richtige, wer hat sich letztes Mal weh da? Das war so viel, weiß nicht ich. Ja, weil du damit auch Halt gemacht hast. Ja, das stimmt. Aber vielleicht auch die gar nicht so blöd. Ja, ich hab mehr Herz als wieder Wetter. Wo? Oh Gott. So, ich einmal. Nein. Vielleicht tun wir ihn nicht weh. Ja, vielleicht kocht der Pfand da. Weil die Arbeitszeiten da. Er gemeint, ich hock mir die Hand an. Dann kann er mir Arbeitszeiten auch noch die 45 Grad steilen Hang runter. Ja, jetzt zahle ich eh noch ein Stück. Da brauchst du mich noch runterfallen lassen. Nein, eh wahrscheinlich. Das ist eh wahrscheinlich, ja genau. Mir ist nicht kalt.
Das hat eine gute Aura. Ja, kennst du wieder die. Ja, hast du das nicht manchmal, dass du dann wo aussteigst? Wurscht, ob es jetzt ein Wald oder ein Berg ist und du dann denkst, da will ich eigentlich gar nicht gehen auf, oder? Hast du das nie? Nein. Okay. Wer weiß, beim Wald überall gleich ausschaut wahrscheinlich. Ich habe ein philosophieren, ich kann mal rein. Ja, ich muss mich ein bisschen unterhalten, während du Holz hockst. Und die Leute muss ich auch unterhalten. Die haben dann eher gar nicht. Das ist furchtbar, wenn man allein unterwegs ist, muss man mit sich selber reden. Da fängt man an, mit sich selber zu reden. Das weiß man gar nicht im Vogelbeiten. Machen wir schon. Die Bahn wird, wie es locker wird. Nur der Teufel holen im Fieberzug. Mit dem Schwindlichen. Richtig. Boah, ich hab Fernseher. Gut, der Fernseher raucht aber nicht für die Augen. Scheiß mir. Mitternächtliches Statement. Ja, im Mond haben wir gesehen, beobachtet, der ist gerade am Aufgehen. Es ist schweinekalt und wir gehen jetzt in unsere Schlafsäcke. Ich glaube auch, bevor es uns der Dull da. Ich weiß nämlich gar nicht, also wenn mich einer fragen darf, tue ich meinen großen Zeichen auf für einen kleinen und ich könnte es gar nicht sagen, welchen, dass ich gerade bewege. Ja, bei mir geht es eigentlich, glaube ich, mit fettere Schuhe haben. Aber nein, es ist extrem kalt, aber der Mond ist halt voll schön. Wir haben heute Vollmond übrigens. Ja, in dem Sinne, wir hören sie noch von drinnen. Gute Nacht. Prego. Ach ja, heute haben wir gesagt, weil es viel lustig ist, wir machen heute eine Biwak-Partie. Biwak gesagt, nicht sonst nichts. Wird super klasse Huschi werden, glaube ich. Oder super klasse Huschi war auch übertrieben, glaube ich. Ich komme wahrscheinlich nur in die Lutschen nicht rein. Hallo und so, die 27. Wir haben was geändert. Mit unserer Übernachtung wirkt es nichts. Weil. Du musst da eine reden, Schatzl. Snackpack. Eine super Firma. Zumindest das, was sie da gebaut haben, ist ein voller Scheißdreck. Ein Biwak gesagt, wo es nicht reinkommt, ist, dass ich das Notbiwak gesagt nehmen. Den kannst du als Müllsackel kannst du nehmen. Den Scheißdreck. Zum Anziehen anfangen und so gefällt und mein Frau eigentlich den gut geben und sagt, ob mit dem eigentlich keine Schere rein haben, werden wir jetzt da zusammenpacken und heimgehen. Wir müssen abbrechen, weil sonst funktioniert das nicht. Weil sonst gehen wir bei der Köden, was wir jetzt haben, da ein. Den Snackback Arschloch, Entschuldigung, den Sack schicken wir zurück. Wir sind abwaschbereit. Oder Schatz? Nein, noch nicht. Noch nicht ganz. Ich hab Eis in meiner Schnalle.
Modisch ist es nicht. Hey Lorenzo. Ja, wir haben es ins Auto geklopft. Wieder durch die Quersteig-Einbumper, die auch nicht extra leichter war? Nein, aber es ist relativ gut gegangen. Also wir haben einen guten, du hast einen guten Weg gefunden. Wir sind dann so über das abgeholzte Gelände runtergekommen. Genau, da dürfte mal der Käfer reingefahren sein und da haben sie eigentlich alles abgeholzt gehabt, hat man fein bis runter gesehen, aber ohne war es auch nicht, weil Wurzeln und Steck und Stoße, die du nicht siehst. Ja. Aber wir sind heile im Auto. Jetzt sage ich es nur einmal, weil jetzt bin ich nicht mehr ganz so emotional wie vorher. Wir haben Scheiß Snackback oder was ist das? Genau, das war jetzt gekommen. Boah. Wir haben einen neuen, oder das Frau hat sich ja einen neuen Biwaksack gekauft. Sein von Snackback, der Biwi-Bag. Also jetzt nur, jetzt machen wir, das muss jetzt sein. In XL. Kauft extra. Euch das Ding nicht, wenn ihr es draußen übernachtet. Wir haben einen Defense 4. Mit dem steckst du drinnen wie in einer Lutschen. Es ist wie ein Kondom, was du drüber nullst. Da kommst du nicht einmal rein. Nein, da kommst du gar nicht rein. Du steckst an, du musst dich reinkriegen, du kannst keine Schuhe mit reinnehmen. Ja. Es ist, und es, nur das Bisschen an dem ganzen Gespür ist nämlich, er hat nicht mehr einen Reißverschluss. Ja, das ist, ich meine, sowas. Das heißt, du kannst dich hinten, von vorn bis hinten, wie in einem Konkon, kannst du reinkriegen. Ja. Also aufs Klo, der ist nicht dringend müssen. Nein, weil du kommst nie, weil raus, du kommst nie mehr rein. Du schneidest vorher den. Ja. Da zwei sind. Ich war echt ob davor, dass ihn anzahlen oder rituell zu futteln oder. Nein, schade ums Geld, weil der geht 100 pro Male retour. Genau. Wenn es euch von Snackback, wobei muss man auch sagen, Snackback ist ja keine schlechte Firma. Ich habe einige Sachen von Snackback. Es ist nicht alles schlecht. Aber der Biwaksack ist für die Würst und den kannst du ja, zum Verharzen nehmen, maximal. Oder kannst du eine Fahne draus bauen oder irgendeinen Windanzeiger. Ja, der hat das uns jetzt einmal Biwak noch gebracht. Genau. Wir fahren jetzt heim und machen es uns daheim gemütlich. Genau, wir zetteln jetzt im Garten.